Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja, meine oder unsere Crossbow-Dwarfs sind beim Trainieren. Wir brauchen, glaube ich, bald wieder Ashen Bolts. Sollten wir mal wieder 10 Stacks in Auftrag geben, vielleicht. Orders. Wooden Bolts, 10 Stück, ja. Und ja, wir haben immer noch ein leidiges Problemchen, ein kleines. Wo bist du denn? Warte. Warte, warte, du hast dich erholt? Du bist nur übel gelaunt, hast dich erholt? Nein, du bist immer noch stricken bei Melancholie. Was sagt dein Health? Der ist schon dehydrated. Tja, bleibt uns nichts anderes übrig, als den nächsten Rock-Coffin zu machen. Pins haben wir mehr als genug. Also ja, wird mal Zeit, dass wir hier drüben weiter ausgraben. Dass wir auch Gems und so verteilen können. Also Holz und Blöcke kommen hier drüben hin. Und Gems und so kommen hier drüben hin. Also Steine und Gems. Und da sind noch Sachen, die wir wieder erlauben sollten. So. Mal kurz gucken, wo bräuchten wir eigentlich noch überall Türen? Hier sind überall Türen. Hier sind Türen. Hier brauchen wir jetzt 4 neue Türen. Und hier ist. Nichts. Okay. Ja, okay, Stone macht einen Rock Coffin für uns. Das heißt, ich kann auch gleich die Türen hier in Auftrag geben. Machen wir erstmal den Raum hier leer. Oh ja, was wir noch in Auftrag geben sollten, wären vielleicht 10 neue Wheelbarrows. Wobei hauptsächlich eigentlich die beiden Wheelbarrows brauchen. Ich finde es interessant, dass das Zeug nicht in. Wahrscheinlich müsste das erst in Bags gelagert werden, damit es dann in Bins gelagert wird. Ja.
Wie viel Wheelbarrows haben wir insgesamt? Unter was fallen die denn? Ah. 7 Stück haben wir. Gut. Die brauchen wir hauptsächlich für den Holzstockpile und für den Steinstockpile. Also gehen wir mal alle durch. Kein Wheelbarrow. Keine Wheelbarrows. Also Wheelbarrows sind Schubkarren. Für die es noch nicht wissen. Und ja, diesen Stockpile können wir erstmal removen. Ich glaube, ich muss echt hier ein paar Podeste reinbauen. Ich muss mal gucken, dass ich diesen Raum komplett schleifen tue auch. Unsere Artefakte, Podeste. Also hier sind keine... Na doch, hier sind die Stockpiles, aber die sollten auch keine Wheelbarrows haben. Auch kein Wheelbarrow. Auch kein Wheelbarrow. Und auch kein Wheelbarrow. Okay. Die haben auch alle kein Wheelbarrow. Du hast 2 maximal. Du hast 3 und wir haben 7. Okay. Dann mach noch mal einen Wheelbarrow für uns. Dann teilen wir 4-4 auf. Oh nö, nicht schon wieder einer mit einer Strange Mood. Aber der claimt zum Glück den Jewelers Workshop. Gut. Und er hat auch alle Materialien, die er braucht. Das ist auch gut. So, okay. Das wird jetzt alles gedumpt. Bitte. So, können wir jetzt den Koffer bauen? Ja, können wir und wir brauchen ihn auch gleich. Okay, wir haben ein neues Family Heirloom. Gut. So, den repainten wir mal und packen ihn darüber. So. Den schnappen wir uns auch mal und erhöhen auf hier Wheelbarrows. Und hier sind auch 4 Wheelbarrows.
So, das erlauben wir erstmal wieder alles, was da an Schalk liegt. So. Die sind hier noch beim Training, so wie es aussieht. Combat Drill, ja. Gucken wir mal kurz unser Squad an. Ah, Bolzen scheinen wieder knapp zu werden. Aber in allen anderen sind sie, außer in den Sachen, ausgerüstet. Ich wollte nicht aufs World Screen, ich wollte das schließen. Danke. So. So, dann platzieren wir hier auch mal ein paar Türen. Ich sollte das anhaken. So. Ja. Ach ja, was ich gucken wollte, war euer Schedule. Gehen wir mal auf Monthly Orders, also auf Staggered Training jetzt. Oh, safe. Es ist wieder ein Jahr rum. So, hier baue ich jetzt Upward Stairs hin. Constructions? Genau, Stairs. Das gegraben werden. Sieht nicht danach aus. Aber ja, kümmern wir uns erstmal weiter um das hier. Also hier kommen noch Gems hin. Ich frage mich, warum man extra nochmal hier auf den Button drücken muss. So. Eigentlich ein Gem-Stockpile, so. Und hier drüben kommt erstmal ein Bars- und Block-Stockpile hin. So. Dann kann ich hier Bars Blocks rausnehmen und das rausnehmen. Später habe ich auf jeden Fall noch ein Lager, wo ich dann
Ja. Gut, soweit. Meine Xbox sind wieder gerade normal bei der Arbeit, denke ich mal. Ihr sollt vielleicht hier auch ein paar Rockkoffers dann aufstellen. Wo die Leute dann ihr Zeug auch verstauen können. Ja, das ist auch so eine Sache. Das sollten wir hier hinzufügen. Stone. Nee, nicht hier, auf der Seite. Was ist? Ah, Bolzen sind complete. Hier. Kommen neben Gems auch noch Stone. Nämlich Metal Ores und Clay Sachen hin. Clay. Was ist mit Sand eigentlich? Oder fällt das unter Gems? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ach so, Sandmünzen, okay. Finished Goods wird's auch nicht sein. Gut, natürlich nicht. Sandbags, nein. Hier auch nichts, nein. Refuse nicht, nein. Sandstone, Sandy Clay, okay. Das wird's wahrscheinlich sein. Okay. Das heißt, wir können wieder hier hochgehen. Wie sieht eigentlich unser Kitchen gerade so aus? Wieder Plump Helmets, die wir verbrauen können. Ah, die Still ist sogar noch dabei. Es wird noch gekocht und gebraut. Wie sieht's auf unserer Farm aus? Hey, das ist im letzten Patch gekommen. Man sieht jetzt wenigstens, dass Zeug auch angebaut wird. Also hier in dem Fall Plump Helmets. Und ja, ich brauche immer noch
Was kann ich noch platzieren?